Kombinieren. Jawohl. Und direkt 6 Stück. Das tun wir uns in unsere Pillenbox. Ich habe volles Leben. Ach ja, ich bin ja eben gestorben. Ach so, und jetzt geht's plötzlich wieder. Wir können nicht hierbleiben. Alle nach nebenan. Ich verstehe die Logik nicht. Hilfe. Das ist kaputte Logik. Ferngesteuerter Sprengsatz nochmal. Okay, da lag noch jemand. Deswegen haben die auch geschossen. Na, gehen wir mal nach nebenan. Wenn es gleich einen Bus abholen soll, wunderbar. Wenn er kommt. Ich bin gespannt, ob er kommen wird. Und was machen wir jetzt? Spielen wir jetzt was? Bridge oder Scotland Yard? Nein, es ist ein Vetter. Das sind die Schlimmsten. Ah! Übergröße. Ferngesteuerter Sprengsatz. Wirf das Ding. Genau, leg's da hin und dann zünden wir es gleich. Wir werden den ganzen Laden zum Einsturz bringen. Komm schon, renn weg, renn weg, renn weg. Bäm. Sehr schön. So, einmal ordentlich in ihn reingetreten hier. Ich weiß doch, wie man mit solchen Leuten umgehen muss. Der hier. Na, komm her, Fetti. Legen wir nochmal einen Sprengsatz dahin. Ja, da war noch einer. Na gut, haben wir den so im Vorbeigehen erledigt. Komm mal dahin, wo der Sprengsatz ist, kleiner Fetti. Damit ich dich... Bäm! Ordentlich erledigen kann. Ach komm, bitte, ey. Du bist doch hier... Ob es dir noch gut gehen würde. Ekelhafter Fettsack, ey. Uah, wie wird man denn so? Ah, ich weiß, McDonald's. Okay, gucken wir mal hier nebenan. Gibt's hier noch eine Schublade oder so? Mit einem Medaillon? Nicht, dass wir hier was... Aha. Nicht, dass wir was übersehen, ne? Das wäre fatal. Fatal. Na komm, werden wir jetzt langsam mal hier gerettet oder... Wie lange geht das Kapitel noch? Ich will... Hier kann man irgendwas mit Leertaste machen. Gucke ich mir gleich an, nachdem ich den Sprengsatz genommen habe. Den wir jetzt endlich mal ordentlich auch benutzen konnten. Wie sind denn die anderen hier durchgekommen? Durch die Tür, oder? Warum musste ich dann das Fenster nehmen? Es ist ja nett von denen. Sehr freundlich. Hm. Nein, du hättest ausweichen müssen, alter Mann. Heilige Scheiße! Helft ihm hoch! Helfen Sie ihm, ich gebe Deckung. Verdammt, schon wieder so ein Fettsack. So, wir hauen ihn da mal hin, den Sprengsatz. Wenn die jetzt hier rüber... Bam! So, sehr schön. Und noch einer. Hier vorne hin. Gehen wir ein bisschen in Deckung und bam, noch einer drauf. Ja komm, viel mehr hält er doch auch nicht aus, oder? Okay, tot ist er. Und dafür gibt es hier noch so andere Megatypen wieder. Die viel zu viel können. Die sind zu schnell. Aua, okay, in den Nahkampf sollte man wirklich nicht gehen mit denen. Gut, der Bus ist da. Ich sollte aber noch die Fertigkeitspunkte mitnehmen. Kann ich das noch schnell machen hier? Ja, sehr schön. Das gab nämlich einige Fertigkeitspunkte. So, das wäre erledigt. Und der Nächste, der uns da getroffen hat. Grandios. Helft ihr mir mal kurz hoch, bitte? Kann ich mal hier kurz schießen? Nein, gut. Hau mich einfach direkt wieder auf die Beine. Komm, nimm eine Pille. Wir müssen hier weg. Oh nein! Hat der uns jetzt echt noch getötet? Oh nö. Er hat uns nur gebissen, aber trotzdem. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, um ehrlich zu sein. Wir wurden gerade jetzt wirklich komplett getötet. Wo müssen wir denn hin? Müssen wir da runterspringen oder wie?
Wurde uns jetzt gar nicht gesagt. Ich hätte den Navigator fragen sollen. Natürlich. Wie blöd von mir. So, da wir wissen, dass der da gleich herkommen wird, platzieren wir da schon mal einen Sprengsatz. Und warten ab. Ja, ist ja gut. Kennen wir alles schon. Heilige Scheiße! Na, wo ist er? Da ist der Freddy. Alles klar. Unser Sprengsatz liegt da hinten. Ich glaube, zwei Sprengsätze reichen, oder? Und... Zack! Du tust niemandem mehr weh. Und... Stirb! Na also, geht doch. Ah, schon wieder so ein ekelhafter Typ da. So was Ähnliches gab es doch schon mal in Resident Evil 4. Die waren richtig fies, die Viecher. Die haben einen auch eigentlich direkt erledigt. Glaube ich. Uiuiui, da ist was in die Luft geflogen. Kann man den nicht mal ein bisschen schneller töten? Die leben viel zu lange. Das sind echt üble Teile. Also jetzt so alleine denen begegnen... Würde ich mir nicht so cool vorstellen, irgendwie. Ich will jetzt hier... Mal ein bisschen abhauen, bitte. Ah, da lang. Okay, gut. Leertaste. War da ein Kraut rechts? Habe ich hier gerade... Nö. Ah! Warum springen die denn hinterher? Okay, der Bus ist da. Wir werden abgeholt. Hervorragend. Bringen Sie uns hier raus. Das müsste auch ein perfekter... Punkt für einen Cut sein. Der Fenster steht uns im Weg. Kann man den nicht irgendwie kaputt hauen? Nö. Anscheinend nicht. Leertaste, Leertaste. Was macht die Leertaste? Leertaste. Verdammt, wir werden wieder bespuckt. Ist doch scheiße hier. Schrotflinte. Mal ausgewichen und jetzt mit der Schrotflinte drauf. Okay. Hier geht gerade irgendwie alles kaputt. Ich habe keine Munition mehr. Wie soll ich den denn da weghauen? Absolut keine mehr, oder? Nö. Ich muss das Messer nehmen. Verdammt. Ob wir das hinkriegen hier? Gegen die Typen im Nahkampf ist echt nicht gut Kirschen essen. Keine Ahnung, explodiert er jetzt? Sieht so aus, als würde der gleich sterben. Aber ich bin mir da nie so ganz sicher bei dem. Haben wir so eine Stamina, oder? Warum tritt der manchmal etwas weniger doll? Das wollen wir noch weggehauen. Grandios. Ja, immerhin konnten wir ausweichen. Oh, stirb doch einfach. Die sind echt verdammt fies, die Teile. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich den da vorne ausschalten soll. Können meine Leute das vielleicht mal erledigen? Ich habe keine Munition mehr. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das dann schaffen soll. Oh, nicht noch so ein Typ. Geh doch einfach weg. Verdammte Hacke. Okay, den haben wir erledigt, glaube ich. Allerdings geht der da vorne immer noch nicht weg. Und ich weiß nicht, wie wir den wegkriegen sollen. Mist. Eine Brandgranate vielleicht. Können wir die da durchwerfen? Bringt das was? Ich weiß es nicht. Probieren wir es aus. Und unser Freund hier ist schon wieder eingedrungen und will uns kaputt hauen. Na, immerhin gibt er viel Erfahrung, ne? Das war mal ein Kopf. Und ich glaube, wir müssen einfach nur ausharren, weil unsere Teamkameraden gerade auf den Typen da drauf schießen. Okay, dafür kann ich jetzt auch nochmal alles draufballern, was ich habe. Ah, wunderbar. Endlich mal Munition bekommen. Sonst wären wir da wahrscheinlich noch ewig sitzen geblieben. Ah, komm, zerfahr ihn einfach. Ekelhafter Fettsack.
Sah echt nicht schön aus. Und wir haben tatsächlich das Kapitel durchbekommen. Ha! Und es gibt irgendwie für alles mögliche Medaillen und so. Rang B, na immerhin. Sie haben eine Erkennungsmarke erlangt. Ein Dogtag. Tode 6. Ja, scheiße, ne? Aber fast 70% Genauigkeit. Ich behaupte mal, dass das ziemlich gut ist. Glaub schon. Gibt's denn noch so? Feinde zurückgedrängt. Rang A. Zeit, Tode, ja, ja. Einen Gegner getötet, während sie sich in kritischem Zustand befanden. Ha! Wir sind voll gut. Physischer Angriff zusammen mit Partner ausgeführt und Gegner getötet. 10-mal gerettet worden. Na, super. Ein Tier getötet. Dass man dafür was bekommt. Aber okay. Gut, dann würde ich sagen, Spiel beenden. Ja, möchte ich. Wird jetzt hoffentlich gespeichert und so. Jawohl. Alles klar. Speichern beendet. Kommen wir zum Hauptmenü zurück. Können wir noch kurz zusammen gucken, wie das mit den Aufwertungen ist. Der Waffen. Ich weiß nicht, wo man das genau machen kann. Szenario? Oder wähle ich hier nur die Kapitel aus? Fähigkeiteneinstellungen. Okay. Sie können jetzt neue Fähigkeiten kaufen. Fähigkeitsauswahl. Okay. Was zum... In alle Szenarios ab... Ah, okay. Wir haben immer nur das, was hier so angegeben wird. Wie können wir das... Ah. Am besten mit den Pfeiltasten auswählen. Geringfügige Erhöhung der Stärke von Schusswaffen. Na, Stärke im Nahkampf. 10.000. Wie viel Erfahrung haben wir? 12.950. Okay. Reduzierung. Ziel. Rückstoß. Beim Abfeuern. Nur das ist mir egal. Kritischer Treffer. Durchschlagskraft. Okay, das ist auch egal. Was ist das hier? 30 Javo, okay. Wird ihr Zielkreuz wird entfernt, aber die Stärke ihrer Angriffe mit Schusswaffen nimmt zu. 65.000. genau. Ich glaube, das hier unten können wir uns noch nicht leisten. Okay. Ich hab... keine Ahnung hier. Ihr Partner wird davon abgehalten, ihnen zu helfen, wenn sie sich in einer Notsituation befinden. Okay. Nein. Mehr Munition. Also ich bin für das ganz oben erstmal. Diese Basissachen. Wir machen erstmal hier Verteidigung. Ja, ich möchte gern weniger Schaden erleiden. Ruhige Hand ist mir ziemlich Latte, ehrlich gesagt. Eigentlich hätte ich Nahkampf auch noch gerne gehabt. Leider geht das nicht mehr jetzt. Kritischer Treffer ist immer super. Können wir uns gerne auch noch kaufen. Das Upgrade-System ist sehr interessant, weil das damals ja auch immer mit den einzelnen Waffen war. Jetzt haben sie es anscheinend allgemeiner gemacht. Angriffen gegen Zombies. Haben wir noch nicht. Gut, ich glaube, das war es dann noch erstmal so. Können uns noch ein bisschen das hier kaufen, damit wir uns schneller befreien können. Und das Gegner... Nein! Kann man das wieder zurück? Verdammt. Okay, gut, dann nicht mehr. Fähigkeit löschen. Ach so, wir müssen jetzt hier unsere Fähigkeiten einbauen. Nee. Hä? Wie funktioniert das denn jetzt? Ja, ausrüsten. Okay. Alles klar, wir können anscheinend nur 3 Fertigkeiten insgesamt ausrüsten. Jedenfalls so am Anfang. Heißt, wir nehmen mal die, ne? Weil wir die auch gerade benutzt, gekauft haben. Genau 3 Stück, ist ja super. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir ein bisschen stärker sind und gegen die Zombie-Horden ankämpfen müssen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Resident Evil 6 Biohazard. Und auf dann und bis bald, euer Powerpilz. Ciao.